Wie kannst du eine endliche Dezimalzahl in einen Bruch umwandeln? Und was ist eine endliche Dezimalzahl? Das zeige ich dir in diesem Video mit drei Beispielen. So, endliche Dezimalzahl in Bruch. Das hier sind endliche Dezimalzahlen, das sind also Kommazahlen, Komma, 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 die irgendwann enden. Also nicht unendlich viele Stellen hinter dem Komma haben, sondern irgendwann enden. Und das nicht, weil man einfach die Stellen hinten dran weggelassen hat, sondern weil es einfach keine weiteren Stellen mehr gibt. Also das sind endliche Dezimalzahlen und die sollen jetzt in einen Bruch umgewandelt werden. Also Bruch, ne, Zähler, Bruchstrich, Nenner. Sowas in der Richtung. Und wie funktioniert das Ganze? Und das machen wir folgendermaßen. Die Zahl, die wir da stehen haben, schreiben wir erst einmal ohne Komma nochmal nebendran. Also 1,5439. Lassen wir einfach das Komma weg. 1,5439. 6,7, also 6,7. Und 0,078, also wäre das 0,078. Wobei die beiden Nullen am Anfang, die können wir uns sparen. Kannst du stehen lassen, kannst du wegmachen. Ich finde sie nicht schön, also machen wir sie einfach weg. Dann Bruchstrich. Bruchstrich, Bruchstrich, Bruchstrich. Und in den Nenner eine 1 schreiben. 1, 1, 1. Und jetzt so viele Nullen hinten dran, wie wir Stellen nach dem Komma haben. Also hier haben wir 1, 2, 3, 4 Stellen nach dem Komma. Also 1, 2, 3, 4 Nullen. 6,7 haben wir eine Stelle hinter dem Komma, also eine Null. Und bei 0,078 haben wir 1, 2, 3 Stellen nach dem Komma, also 3 Nullen. Ja, das war die Umwandlung. Also endliche Dezimalzahl in Bruch umwandeln bedeutet, die Zahl ohne Komma nochmal hinschreiben. Das ist unser Zähler. Dann den Bruchstrich machen, eine 1 in den Nenner schreiben und dann so viele Nullen ergänzen, wie wir Stellen nach dem Komma haben. Das war das Umwandeln von endlichen Dezimalzahlen in einen Bruch. Wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert, du da rundherum ein bisschen was lernen möchtest, dann schau mal hier in die Endcard rein, dort werde ich dir ähnliche Videos verlinken. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.